Hoffentlich keine Frame-Einbrüche. Hallo, Gobbo! Na, da hast du aber Schwein gehabt gerade. Ja, du Mistkerl. Dem hast du es gezeigt! Ja, das geht noch alles ganz gut mit den Gobbos, auch wenn die kleinen Biester gar nicht so einfach zu treffen sind manchmal. Aber mit denen kommen wir noch gut klar, vor allen Dingen mit Copper an unserer Seite, der dann immer mal einen auf sich zieht oder dann immer mal im Weg steht für die Gobbos. Ein Mistvieh weniger. Oder seinerseits mal zuhaut und damit einen Angriff der Gobbos verhindert. So, und wir trinken mal was. Gesundheit, Copper. So, mal kurz wegstecken und hier gucken, was wir öffnen können. Ich glaube, hier unten konnte man nicht alles öffnen. Oh, hier gibt es ordentlich Krankheiten. Ja, was man liest, das spricht man, ist klar. Hier gibt es ordentlich Magie, ordentlich an Sprüchen. Krankheit heilen, Licht, Nebel und Tiere rufen. Wunderbar. Da haben wir mal aus jeder Region was, so magietechnisch gesehen, außer von den ganz dunklen Sachen. Und hier haben wir Bisonfell und da haben wir schon den Teleportstein für Redok. Das ist auch sehr schön, da müssen wir uns nicht jedes Mal hier laufen. So, ja, die Knüppel können wir von mir aus auch mitnehmen. Und der hat eine gebratene Fleischwanze in der Po-Ritze hängen. Die können wir auch mal mitnehmen. Ist ja jetzt schön mit Marinade versehen. Da macht das besonders viel Spaß. So, was haben wir hier? Waldbeere. Lebensenergie plus 5%. Doch so wahnsinnig viel. Das ist aber schön. Ach ja, da unten die ganzen Pilze und Wurzeln, die lasse ich mal stehen, die sind mir jetzt gerade bewusst, aber wenn wir hier schon welche direkt vor der Nase haben, da kann man ja mal zugreifen. Oha! Speichern. Denn mit diesem Kollegen will ich mich jetzt nicht unvorbereitet anlegen, aber wenn wir Copper dabei haben, sollte das eigentlich klappen. Ich flankiere den mal. Dummerweise kann man hier mit Copper nicht so richtig taktisch aktiv werden. Hallo, zieh mal deine Waffe, Alter! Ja, schön, dass dir das auch mal einfällt. Ich glaube, wir kommen mal mit kleinen Angriffen besser. Weil der Typ uns da nicht... Ja, genau, was du nicht sagst. Weil er das Vieh uns da nicht angreifen kann. Und er hat nicht mal was für uns übrig hier am Ende. Ja, dann geht's weiter. Und ich glaube, jetzt kommen noch mehr von der Sorte. Also ich glaube, hier sind ganz viele Warane unterwegs, wenn ich mich recht entsinne. Auch wenn es schon ein bisschen her ist, dass ich hier gespielt habe. Aber ich denke, ich kann mich noch an relativ viel erinnern, weil ich Gothic doch, ja, sehr gern gespielt habe. So, speichern. Ach nö, komm. Copper? Kommst du? Ach ja, die tollen NPCs, die super KI in Gothic 3, die ist auch ganz herzallerliebst. Da freut man sich immer wieder. Da werden wir später noch so eine Stelle haben, da haben wir richtige Spezialisten am Werke gehabt. Na, aber. So, das wäre erledigt. Hast du fein gemacht. So, ich trink mal was. Gut. Da haben wir schon die nächsten, das ist toll. Und da sammeln wir mal hier die Zauberwurzeln ein. Jetzt speichere ich aber wirklich mal. Denn da sind zwei auf einmal, das muss nicht unbedingt sein. Und wir können vielleicht auch schon mal einen davon vorbearbeiten. Oh, das ging ja schon super los. Ihr seht schon, ich bin so ein richtiger Scharfschütze. Ist das Ding jetzt an Copper abge... Alter, das sind ja drei! War der jetzt an Copper abgeprallt, der Pfeil? Oh, schaut mal, er ist böse. Weil wir schon seinen Freund getötet haben. Na sowas. Copper, kommst du klar? Sieht ganz so aus. Ja, komm mal her hier. So, jetzt können wir dem noch ein bisschen das Schwänzchen abhacken hier. Das war's mit dir, du Mist. Wunderbar, mit dir klappt das richtig gut, Copper. So, sammeln wir mal die ganzen rostigen Waffen ein hier. Hier vorne habe ich auch noch was gesehen, ein rostiges Schwert. Und du hattest auch noch eins, ne? Jawohl. So, hohohohoho. Dann auf nach oben. Und unsere Ausdauer könnte sich nach diesen vielen Schlägen mal etwas stärker erholen. Das finde ich gerade ganz super.
Die Ausdauerleiste ist das in der Mitte, wenn wir unten rechts schauen. Wir haben da die Lebensleiste, die Ausdauerleiste und Magie. Nun, die Ausdauer, die ist immer für Rennen. Also ich glaube, wir können sprinten. Fürs Rennen ist die zuständig. Und dann für die Stärke der Schläge. Ich glaube, wir machen nur noch Schlaffi-Schläge, wenn das alle ist. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Komm schon, leg dich mit mir an und du wirst sterben. Das war's mit dir, du Mistvieh. Tja, Papa hat's halt drauf, ne? Abgesehen davon, dass es schon wieder hier am Hacken ist. Gut, dann müssten wir es auch fast geschafft haben, glaube ich. Also so gefährlich ist es jetzt auch nicht, vor allen Dingen, wenn man hier noch tatkräftige Unterstützung hat. War ja nicht gerade noch irgendwas? Nö, okay. Dann nehmen wir noch das rostige Schwert mit. Ach ja, mein Spezi. Der ist gar nicht so einfach, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und da werden wir mal hier mit kleinen Schlägen uns... Ah, ich hasse meinen Crawler. Meine Crawler sind doof. Geh weg, geh weg, geh weg. Schön, dass du auch mal mitmachst, Copper. Na, willst du mich verarschen, oder was? Mal schauen, ob er es schafft. Na? 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 Oh, wird spannend. Komm schon. Und da verteidigt der Minecrawler. Copper ist immer noch in der Offensive. Hat den Minecrawler in die Ecke gedrängt und die Energie des Minecrawlers sinkt. Aber mit seinen Konterangriffen zieht er Copper ordentlich Lebensenergie ab. Ein beherzter Stoß von Copper. Und der geht ins Leere. Ein spannender Kampf. Er ist kaum an Spannung zu überbieten. Und Copper wird immer wieder getroffen. Diese kleinen Haken, die tun dann doch schon weh. Auch wenn Copper hier die schweren Wirkungstreffer gelandet hat. Und wer von ihnen wird zu Boden gehen? Wir wissen es nicht. Spannung ohne Ende. Und der Minecrawler kämpft sich aus seiner Ecke wieder heraus. Wird aber erneut attackiert und in die Ecke getrieben. Das gibt es nicht. Keiner kann hier die Oberhand gewinnen in diesem Kampf. Und er könnte sich noch Jahre hinziehen. Glaube ich. Ich glaube, ich mache dann doch mal weiter, oder? Das kann sich ja keiner mit antun hier. Gut, aber dann wissen wir schon mal, dass wir Copper im Prinzip hier eine Weile kämpfen lassen können. Das werde ich jetzt gleich mal probieren. Copper soll angreifen und das Vieh auf sich ziehen und wir gehen ihm dann in den Rücken. Das Problem ist nämlich, diese Minecrawler, die können Angriffe verteidigen und ihr Oberkörper lässt sich extrem beschissen treffen, während sie eine wirklich große Reichweite haben. Und wie wir gesehen haben, macht das auch ordentlich Bäm, wenn die treffen. Ja los, jetzt macht mal hier. So lange kann es doch nicht dauern. Wir waren doch nur in Redock. Das ist doch gar nicht so groß. Ach Mensch. Nom 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 nom. Mal wieder was essen zwischendurch. Sonst falle ich noch vom Fleisch. Also welches Fleisch auch immer. Ich habe keins an mir. Uah. Uah. Copper. Copper. So. Hier Copper. Minecrawler, geh mal auf den los, genau. So wünsche ich mir das doch. So, und jetzt kommt der nämlich nicht mehr dazu, sich zu drehen. Und so ist natürlich auch ganz wunderbar. So kann der uns nämlich nicht ausweichen. Und damit haben wir es geschafft. Dummerweise können wir dem Minecrawler nichts abnehmen, soweit ich das in Erinnerung habe. Genau. Der zittert noch ab. Drrrrt. Wunderschön. Copper? Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ja, das tue ich. Ich brauche dich aber nicht mehr. So, die schwere Truhe dürften wir nicht aufkriegen. Oha, doch. Ich bin überrascht. Ich dachte, die ist noch nicht machbar. So, und hier haben wir ein Assassinenmesser drin. Das hat Klingenschaden bloß 35, hat dafür aber eine vergiftete Klinge. Ich werde es trotzdem nicht benutzen. Aber die werden wir später, wenn wir in Varanto unterwegs sind, noch öfters antreffen. Und wir stellen fest, es gibt einen zweiten Ausgang aus dem Höhlensystem. Und das ist gar nicht mal so übel, denn wir sind jetzt hier auf der Seite, die nach Kapdun führt. Das wird die nächste Siedlung sein, in die wir uns stürzen. Zunächst aber werden wir mal ein Stück nach hier drüben gehen. Kapdun ist dann irgendwo da hinten, da wo die Texturen noch nicht geladen sind. Doch, wir können gerade so den Zaun sehen, der die Ortschaft begrenzt. Wir wollen aber hier unten lang. Und zwar nach links. Geh mal runter, mein Freund. So, Freund Blase.
Wir wollen nämlich da vorne hin, wo das Licht ist. Denn dort gibt es gleich zweierlei Dinge für uns. Nein, dreierlei Dinge für uns. Drei Quests, die wir hier erledigen können. Als da wären dieser Mann hier, Cliff, der ist, ja, man könnte es vielleicht sehen an der Statur dieses Bären, Schmied. Große Überraschung, hier gibt es zufälligerweise einen Schmied. Dann ist das hier natürlich die zweite Ork-Patrouille, der wir uns widmen können. Und zum dritten finden wir hier drinnen, wenn ich mich nicht irre, irgendwo nach dem Gehacke, tada, genau, die zufälligerweise genau passenden drei Waffenbündel. So, zacken wir die uns ein. Meister Tophawk braucht die ja auch nicht und dann können wir erstmal auf seinem Thron Platz nehmen. So. Ich bin der Herrscher über diesen Bauernhof. Wow. Geh und pflück Getreide. Ork, Sklave. Nein, natürlich nicht. So. Ich werde mal speichern. Denn ich habe etwas vor. Was suchst du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Nö. Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Ja. Ist klar. Ich will euren Sklaven da draußen haben. Du hast gar nichts zu wollen. Du wirst mir jetzt Rede und Antwort stehlen, Mora. Was denn? Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Denkst du? Aber wie du willst, du sollst deinen Kampf haben. Na klar. Niemand besiegt mich, Mora. Was? Do you want to roll me? Komm schon. Ich darf jetzt natürlich nicht mehr getroffen werden, aber den kriegen wir auch so hin. So, zack, haben wir den niedergemäht. Trinken mal kurz was. Noch einen. Ich darf nicht geizen mit Heiltränken hier. So, das sagen wir noch fix ein. Jetzt speichern wir. Und dann sehen wir uns mal die erste Tötungssequenz eines am Boden liegenden an. Und jetzt kommen nämlich die Kollegen hier an. Boah, willst du mich verarschen? Schlecht. Ja, super. Das hat wieder ganz toll geklappt, ich weiß. Gut, dann müssen wir so schnell wie möglich aus dem Haus rausflüchten, wenn wir ihn umgebracht haben, den Tophawk. Wir haben jetzt den Sklaven als Pfand gewonnen. Und ja, im Prinzip könnten wir die Ork-Patrouille auch in Ruhe lassen, aber da wir es als Quest haben, die Ork-Patrouille am Bauernhof auszulöschen, dann machen wir das auch. Auch wenn die eigentlich niemals Redok finden könnten, weil die sowieso immer nur dort in dem Bauernhof rasten. Was total sinnlos ist. Ja, schöne Geigenfiedelei. Ich würde jetzt gerne wieder anfangen zu spielen. Kennt ihr schon den Ladebildschirm? Der ist ganz hübsch. So, los geht's. Ich möchte. Ja, sehr gut. Was? Hallo? Was ist los, Mora? Willst du mich verarschen, oder was? Mann, ich hasse euch. Gut, Plan B. Hallo, Schweini. Haben wir hier nicht... Ja, hier gibt's doch Hühner, genau. Da gab's diesen tollen Sport, Hühnerweitschuss. Ach Mist, da war was im Weg. Ach komm, hab dich nicht so. Ist doch nicht dein Huhn, Mann. Bleib stehen, Mora. Halt die Fresse. Komm her. Komm schon. Trau dich. So, da haben wir die schon mal ein bisschen separiert hier. Und da können wir uns... Was? Ja. Ja, gibt's nicht hier. Komm. Nein. Willst du mich verarschen oder was? Geh weg. Wenn ich mich jetzt umdrehe und gegen die kämpfe, verliere ich doch. Mist, ey. Mist, verdammter. Ja, egal, komm. Wieso, was macht er denn? Was? Ich sterbe?
Wieso töten die mich? Weil ich das Huhn umgebracht habe? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Weil ich das Huhn umgebracht habe, werde ich hier von den Orks abgeschlachtet. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Gut, wie oft bin ich schon gestorben? Kann mir das jemand sagen? Ich habe nicht mitgezählt. Aber wir haben ja jetzt schon ein paar Mal den Ladebildschirm gesehen und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.